Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Video, muss man ja sagen. Deswegen, oh Junge, er macht seine Tür hier auf! Digga, wir sind auf dem Weg zu McDonald's und danach geht's noch zu Burger King. Wir testen Neuheiten. Erzähl mal, du hast da irgendwas rausgesucht. Genau, ich habe gesehen erstmal, dass Burger King, das hat wahrscheinlich schon viele mitbekommen, neue Rezepturen vom Big Mac hat. Maggis meinst du, genau, das kann merken. McDonald's natürlich. Er hat den neuen Big Mac rausgebracht, das soll mit mehr Soße sein, irgendwie mit angerösteten Zwiebeln, keine Ahnung, ob das stimmt. Und, Bacon hast du gesagt. Und einen mit Bacon, genau. Achso, also einen neuen Big Mac mit neuer Rezeptur und einen neuen Big Mac mit Bacon. Richtig, danke. Und dann noch Burger King, da gibt es noch einen Burger irgendwie mit Nacho-Chips drauf und so. Also ich weiß gerade gar nicht genau, wie der heißt. Und ein Bikini-Bottom-Menü. Aber was ist das? SpongeBob Schwankopf! SpongeBob Schwankopf! SpongeBob Schwankopf! Geh mal das. Tütüt, nackt. Oh, guck mal, da bist du nackt. mit hinsetzen wird hier nichts. Baustell. Boah, Junge, der neue Big Mac. Ich will dieses Maggis T-Shirt haben. Ah, die Lautstärke ist halt hier am Arsch. Ja, ich habe mir hier noch einen Cookie geholt. Oder drei Cookies. Und? Oh ja. Lass uns jetzt fressen. Auf geht's. Seid ihr bereit? Man hört dich nicht. Seid ihr bereit? Die Autobahn ist viel zu laut. Seid ihr bereit? Let's go. Für den neuen Big Mac. Big Mac Fake Tears. Und normale Big Mac. Der normale Big Mac. Ich bin irgendwie verwirrt. Der normale Big Mac ist mit einer neuen Rezeptur. Was ist denn da jetzt neu? Da soll mehr Soße drauf sein, dabei sehe ich überhaupt keine Soße. WTF! LOL! So viel Soße ist da jetzt auch nicht drauf. Soll mehr Soße drin sein? Und jetzt der Taste. Big Bacon Test. Big Mac Bacon Test, sorry. Junge, schlechterer Name, ist mir nicht eingefallen. Boah, der sieht gut aus. Also das ist jetzt hier der normale Rezeptur und hier mit Bacon. Okay. Soßenmäßig, mach mal nur die Haube. Mach mal nur die Haube! Da ist keine Soße bei der. Was liegt denn da drauf? Zwiebeln. Aber guck mal, die sind angeröstet. Nee. Aber die sind angebraten. Wo denn? Fun Fact: Ich habe das erste Mal einen Big Mac in Tschechien gegessen. Das ist das erste Jahr her. Ja, ich auch. Das war auch mein erster. Ich habe schon nie Big Mac gegessen. Nee, er hat mich auch nie angesprochen, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, der hat mich sehr krass angesprochen da, als ich das in Tschechien. Geht. Wir haben beide beschlossen, der Big Tasty Bacon ist besser. Der beste, aber ich fand die Soße trotzdem nice vom Big Mac. Okay. Jetzt beiß ich nicht rein, weil sonst kriege ich nur noch einen Eiswürfel im Mund, Alter. Ja, das kann ich jetzt nicht. Es ist nicht warm aktuell hier. Es ist 20 Grad, wenn überhaupt. Soll ich jetzt schon meine Meinung sagen? Sag deine Meinung. Oder warte, warte. Ich glaube, der Bro, der das gemacht hat, hat einfach die Soße vergessen. Hier ist Soße. Also ich hatte kein bisschen richtig Soße. Also ich viel Soße. Ja, ja, krass, okay. Nee, ich habe Soße gespürt, aber ich habe jetzt... Halt. Hat der Servietten eingepackt? Ja, aber so... Mann. Junge, war Frau, aber so wenige. Aber der Verkäufer war ein Mann. Und ich will dieses T-Shirt, ich weiß, ich guck. Erinnere mich daran, okay. Ich will gleich nach diesem T-Shirt gucken. Okay. Ich will mir das kaufen. Nachricht. Was hältst du davon, wenn wir erstmal noch den anderen okay, machen. Der sieht schon ein bisschen... Oh, warte mal. Jetzt. Oh mein Gott. Oh, sag nix. Junge.
einmal kein Kommentar. Dein Gesicht hat so viele Wörter gesprochen, aber ich werde vielleicht nicht drauf kommen, was du gesagt hast. Fällt mir gerade so schwer, nichts zu sagen. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich bin echt aufgeregt. Oh mein Gott. Das, ich schmecke Salza. Ich habe was Rauchiges. So, ja, genau, so rauchige Salsa-Soße, so mexikanisch oder so. Nee, ich fand es sehr rauchig. So, ich vergleiche diese Soße mit diesem Burger King Harissa. Harissa. Ach, krass, nee, würde ich niemals vergleichen. Also nicht direkt jetzt, aber so ein Hauch irgendwie. Es erinnert mich dran, genau. Es schmeckt sehr rauchig. Aber es passt irgendwie nicht. Ich weiß, es gibt so rauchige Konzentratsoße so. Und ich kann mir vorstellen, es ist niemals der Bacon, der so da drauf. Ich wette mit dir, dass sowas draufgetröpfelt ist. Was draufgetröpfelt ist? Dass es so rauchig schmeckt in der Soße. Aber ich finde, es passt irgendwie nicht zu dem Burger. Ich weiß nicht. Also, ich finde, es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Big Mac. Es ist ein ganz eigener. Ja, Burger, auf jeden Fall, ja. Finde ja. 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 Find ich auch lost, ja. Ja. Schmeckt jetzt nicht schlecht. Und weird. Ja. Ich finde den weird. Ich weiß. Den weird finde ich ihn jetzt nicht. Doch, das. Ich finde halt nur, dass der Big Mac heißt, finde ich weird. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Burger King Neuheiten. Let's go! Leute, der neue Big Mac soll ja extra viel Soße haben. Damit werben sie. Und es läuft nichts runter. Selbst in Tschechien ist mir die Soße überall runtergelaufen. Ja, also extra viel Soße war da nicht drauf. Ja. Und sorry, dass wir jetzt nicht so den Vergleich ziehen konnten zu dem alten Big Mac, weil wir haben den halt beide nur einmal gegessen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu Burger King. Ah, ja, huch. Genau. Burger King. Oh, Schatz. Fürs Video darf ich. Ich wusste das. Als du mir das Handy in die Hand gedrückt hast, wusste ich, dass du es extra machst. Schatz. Ja, okay. Es reicht. So, irgendwas wollte ich gerade sagen, ich hab's vergessen. Das ist schlecht. Wo gehen wir jetzt hin? KFC. Eigentlich auch erstmal Neuheit mal KFC testen, ne? Ja, die sollen mal was raushauen jetzt hier. Für den Boss. Okay, ich hoffe jetzt für dich, weil ich muss ja jetzt bestellen. Ja. Ich hoffe einfach nur, dass die jetzt da angezeigt sind, diese Burger. Ich hab sie auf dem Handy. Achso. Ja, das ist gar kein Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt bestelle. Junge, ey, das müssen wir eigentlich öfter machen. So, du entscheidest, was wir heute Abend essen gehen, ohne dass ich weiß, was wir essen. Habt ihr darauf Bock, Leute? Daumen hoch. Ist doch geil. Es geht nicht darum, ob ich Bock drauf hab, es geht nur darum, ob ihr Bock drauf habt. Genau. Weil wir machen eigentlich alles nur für Klicks. Also zieh dich jetzt aus. Ich habe nur drauf gewartet. Oh, hier ist noch das alte Burger King Logo. Ehre. Alte Burger King. Neue Burger King. Es fängt an zu regnen. Kein gutes Omen. Bitte? Es fängt an zu pissen. Zu pissen? Ey, Mama, fertig hier! Guck mal hier, Schatz. Genau den nicht mehr. Aber wir nehmen beide, ne? Also den Cheesy Beef, King Nacho Beef und King Nacho Chicken, ne? Genau. Und King Cheese Nachos, boah. Ja, nehmen wir die auch noch. Ja. Das heißt also, wir nehmen alles hier außer plant-based. Richtig, mein Schatz. Ich finde es toll, dass es einfach mal so. Leute, ey, stimmt mal, also nee, es ist ja nicht vegan. Nee, es ist nicht vegan, das dürfen die nämlich nicht mehr. Es darf nur der Boss. Mittlerweile 4 Euro und. Ne? Freilich, Digga. Was denn? Ich nehme, du kannst ja jetzt sehen, dass du diesen welchen bestellen kannst. Ah, Schnauze kurz. Guck mal hier, Bikini Bottom Burger. Nee!
Der ist ja plant-based. Ich verstehe es auch nicht. Du kannst bestellen. Oh. Drei Varianten. Wir nehmen den Biggest. Ja, bitte, was weitere Bestellung sein? Wir hätten gern einmal den Cheesy Nacho Chicken einzeln. Cheesy? Nacho Chicken. Cheesy. Crunchy Pepper Chicken. Cheesy was? Bitte? Wir haben hier King Bacon. Was für King Bacon? Zum Beispiel. Cheesy Nacho Chicken. Der neue. Die neuen. Moment, bitte, Moment. Ja, so habe ich jetzt gesehen, das ist ganz neu, ja. Ganz neu, nur für euch. Mit dem Code. Ja. Menü. Einzeln, bitte. Ja. Dann nochmal ein Cheesy Nacho Beef einzeln. Yes. Dann die King Cheese Nachos, also einmal die komplette Produktpalette hier von den neuen, außer die Plant Based, die verabscheue ich. Die nehmen wir nicht. Schatz. Die letzte steht nicht bei mir. Ich habe hier Cheesy Nacho Plant Based Double, aber den wollen wir nicht. Ach so, ja, das steht bei mir. Sie wollen das nicht, ne? Nein, nein, nein. Was haben Sie bis jetzt drin? Also Nacho Lover Chicken, Nacho Lover Normal. Beef, ja? Ah, Beef ist normal, okay. Aber was ist denn für Sie normal? Vielleicht ist ja auch der Plant Base für mich normal. Ich hätte dann noch den Bikini Bottom Burger Menü. Aber, ah, scheiße, der ist ja Plant Based. Schatz, jetzt mach! Ja, egal, meine Freundin isst den schon. Die Schatz, jetzt nimm. Die sagt gerade, die will den auch nicht, aber wir nehmen den trotzdem. Hallo? Ja, ich höre dich. Ah ja, okay. Also, schon entschieden. Achso, ja, den Bikini Bottom Burger Menü nehmen wir. Das haben wir nicht, was sagst du? Hä? Das steht drauf. Hier ist neue Karte, die solltest du vielleicht mal vorher dir anschauen, bevor du an den Schalter arbeitest. Ich kack ab, also keine Beleidigung, ne. Bikini Bottom Burger. Aber hier steht Bikini Bottom Burger Menü. Nein, haben wir leider nicht. Bruder, ich verarsche dich nicht. Kein Scheiß. Ja, ich weiß, ja. Also, ich habe viele Autos. Bitte schön. Ja, vor mir, der wartet eh noch. Ich kann eh nicht fahren. Alles gut. Wir haben Zeit. Aber hier steht Bikini Bottom Burger Menü. Dann zeigen Sie mir hier vorne. Ja? Komm raus gelaufen. Ich zeig dir, okay? Nein, du kommst hier vorne bei mir dann später. Okay. Ah ja, okay. Okay, also, guck ich, was du aber hier ist das Plakat, also hier kann ich es dir zeigen. Vorne weiß ich nicht, ob ich es dir zeigen kann. Also das war's jetzt, ja? Was hast du denn alles jetzt drin? Nacho Lava Chicken und Nacho Lava Beef. Ja. Und die King Cheese Nachos noch. Moment. Also sowas habe ich ja nie. Du übertreibst aber auch hart, Junge. Der arme Kerl. Was wollen Sie haben? Der Bikini Bottom Burger im King Menü. Ketchup oder Mayo? Mayo. Zum Trinken? Nehmen wir Fanta. Ja, noch ein Wunsch? Naja, die anderen Sachen, die ich Ihrem Kollegen gerade gegeben habe. Haben Sie diese Nacho Lava Chicken einmal? Ja, und Cheesy Nacho Beef und King Cheese Nachos. So, eine Nacho Chicken bestellt, Nacho Chicken Beef, genau. Nacho Beef. Genau. Auch Mini oder einzeln? Einzeln. Beide einzeln. Und was noch? Und King Cheese Nachos. Und diese Pommes meinen Sie? Ja, das sind Nachos. Ah, nur diese Dings, warte. Ich glaube, wir haben nicht. Nein, diese Patty, diese Nacho Patty geht nicht am Versorg. Nicht Patty. Ja, was? Ah ja, King, das sind nur Nachos mit so einer Cheese- und Jalapeno-Soße. Die habt ihr ja hier neu. Es gibt Jalapeno-Soße, Salat, Tomaten, Fleisch und diese Jalapeno, Cheese. Diese Nacho-Cheese. King, genau, Nacho-Cheese. Ja. Ja, haben Sie gemacht, King? Nacho Chicken, Cheese
Nacho Chicken gemacht, einzeln, Cheese Nacho Beef. Genau. Und diese Bikini Beton Menü. Genau, aber eigentlich auch die King Cheese Nachos, die habt ihr hier auch noch. Nee, wir haben nur Pommes Nachos. Ah ja, okay, dann lass die einfach weg, okay? Ja, nur das war's, ja? Ja, okay, das war's. Zum zweiten Fenster, danke Ihnen. Bruder, also wenn da jetzt nicht alles dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Also wenn da jetzt alles dabei ist, gehe ich noch mal rein und weg mein Auto. Dann gehe ich noch mal rein und gebe ihm die Hand und sage, hier Bruder, stabil. Aber nächstes Mal noch mal vielleicht Karte ein bisschen durchlesen, bevor du an die Arbeit gehst. Ne? Und dann läuft der Hase auch. Aber wenn er nicht mal weiß, was die aktuell hier haben, dann wird es schwierig, ne? Für den Mitarbeiter des Monats. Ich ganz nicht. Schön. Ich habe einfach schon wieder nicht aufgenommen. Ich würde sagen. Ist doch gar nicht aufgenommen, wie er die gegeben hat, oder was? Nee, Mann. Okay. Okay. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Oh mein seid Gott! Bereit? Stimmt! Okay. Ja. Packen Sie bitte die Tüte aus. Oh Junge, wie viel Kohle. Oh Junge. Nein! Bitte wert nicht. Oh, ja, darf ich direkt einmal essen? Ja. Sind gut. Ich kacke ab. Gott sei Dank ist er so klein. Ja. Also, nochmal ganz normal die Quittung holen. Nacho Lava Chicken, 7,29 €. Der andere auch Beef, Nacho Beef. 7,29 € und Bikini Bottom 6,99 €. Darin enthalten eine große Getränk, Fanta. In dem Fall schmeckt kacke. Pommes, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die großen sind. Ich glaube, es sind kleine Pommes. Ja, aber es ist ja das große viel. Menü. Es ist ja das große Menü. Also ich denke mal, es sind die großen. Und dann gut. Deswegen, ja, Pommes sind echt in Ordnung, muss man sagen. Boah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wirklich. Aber warum machen die einen neuen, so einen krassen so Bikini-Bottom-Burger und dann ist es geplant? Naja, das ist das nicht in einer normalen Version. Das sieht wie Fischburger aus. Ne? Oh mein Gott, auch die Soßen gibt hier, wie durchsichtig, wie wässrig. Nee, geplant ist nicht vegan, Schatz. Aber ja, die sehen schon eklig aus. Ja. Muss man dir schon mal sagen. Senf und Ketchup auf jeden Fall. Eine Tomate und ein bisschen Salat. Bitte nicht ausspucken. Oha. Ja, okay. Das sagt alles. Komm her, ich probiere direkt. Ich kann nicht anders. Ich kann jetzt nicht. Das schmeckt nach Seife. Ich bin wirklich unvoreingenommen gerade reingegangen. Also es ging nicht. Der Geschmack ist richtig seifig. Seife. Ja. Aber kau erst mal ein bisschen. Du hast noch gar nicht richtig geschmeckt. Es kommt noch mehr. Der kommt noch mehr durch gleich. Boah, wie schnell du runtergeschluckt hast. Du hast nur so fünfmal gekaut. Man muss 25 mal kauen, mein Schatzi. Ich beiß dafür nochmal rein, okay? Korrekt, ist korrekt. Es schmeckt einfach noch Seife. Ich schmeiß weg. Das Gesicht sagt alles. Dass sie das auch an, an die Kinder jetzt so heranführen wollen. Ja, also, doch, stimmt. Ja, ne, weil es gibt ja keine Beef-Version. Es gibt nur Plant-Based-Menü Bikini Bottom. Also, okay. Und das finde ich, darüber sollte man ein ernstes Wörtchen sprechen. Also, ich auch haben. Das kann man nicht den Kindern andrehen. Das ist. Abzocken. Kindermissbrauch. Es fängt einfach noch Seife, das macht ja. Wütend. Dass man das halt den Kindern andreht. Das finde ich halt auch so krass. Als Bikini Bottom Burger vermarktet. Ja. Vor allem, die haben geschrieben in der Werbung, stimmt, die haben in der Werbung geschrieben, da ist eine, auch eine Geheimzutat drin, die sie nicht sagen, was das ist. Und locker ist Seife. Ja, lol. Also die Vermarktung finde ich krass, so mit einer geheime Zutat, so wegen. Oder krass, aber ich kann keine Zeit. Okay. Soll ich den Beef Chicken Nacho aufmachen? Junge. Boah.
Der sieht eigentlich schon sehr nice aus, finde ja. ich. Nicht schlecht, also. Oh, Jalapenos. Zeig nochmal nach oben. Okay, huch. Fliegt hier direkt weg. Ich entsorge es sachgerecht. Nein, nein, du entsorgst hier gar nichts, weil wir müssen es nochmal einpacken. Okay. Knack mich. Ui. Da gehen die Augenbrauen hoch. Ich muss nochmal reinbeißen. Weiß. Du musst genau das gleiche meinen wie ich. Okay. Okay. Ich halte fest. Ich werde genau das meinen, was du sagst. 100%. Weil das ist ein. Ich kann es noch nicht sagen. Aber ich finde den nice. Scharf. Es ist scharf, scharf. Aber das meine ich nicht. An was für einen Burger erinnert dich das? Es schmeckt haargenau wie ein Chili Cheese Burger, nur halt, dass da nochmal Nachos dazwischen sind. Nicht aber anders. Hier ist Tomate und. Okay, die hatte ich nicht. Und Salat. Ich finde, das ist halt so hart. Mhm. Junge, die. Die ich finde, es passt nicht so, weil wenn ich in einen Burger beiße, ja. dann ist es, muss es so weich sein. Und gerade dieser Nacho hat so in meine Backe reingepiekst, Alter. Okay. Mhm. Aber ich finde den nice. Das stört ein bisschen, finde ich. Ich finde den geil. Du liebst Nachos über alles, muss man fairerweise ja, sagen. Das stimmt. Deswegen war ich auch so gehypt, als ich gesehen habe, dass es den neu gibt. Okay, wollen wir den anderen probieren? Nicht schlecht. Ja, und jetzt kommt der Chicken. Nacho Chicken, ne? Cheesy Nacho Chicken. Ja. Ah, okay. Ja. Sieht sehr zerkrümmelt aus. Das Chicken sieht eigentlich ganz nice aus, irgendwie von der Panade her. Ja, finde ich auch. Okay. Chicken. Was? Ich hatte keinen Chicken im Mund. Ich fange hier erst an. Lel, das ist bad. Das ist schlecht, ja. Siehst du hier? Oh, nee. Tja, Chicken haben oder nicht haben. Das ist hart. Das ist hart, also trocken, alt. Junge. Richtig dunkel. Oh mein Gott. Burger King. Geschmack ist King. Okay. Ich sag noch nichts. Junge, mir fällt ja alles raus, wenn ich zwei beiße. Boah, meine Fresse brennt. Es ist so trocken, der Mund. Ja, das Fleisch ist sehr trocken. Hart. Das Fleisch, boah. Der ja. Steckt mir im Hals. Also ich würde den Burger echt noch mal gerne probieren, wenn das Chicken richtig frisch irgendwie ist. So ein Crispy Chicken würde ich mir trinken. Ja, so ein Crispy Chicken Patty. Ich muss sagen, die Panade sieht sehr vielversprechend aus. Aber das ist komplett... Frisch. Also ich weiß nicht, ob ihr das... Hier sieht man es gut, warte mal. Hier sieht man es richtig gut. Boah, schaut euch an, wie trocken und dunkel das schon ist. Das ist echt nicht mehr lecker. Na, das ist, also. Mm-mm. Mag ich nicht. Wenn der Guy wäre, könnte ich mir den besser vorstellen noch als Beef. Aber. Hey, lass dich mir auf. Aber so. Na, ist schon echt. Schon ein bisschen öfter in die Wärmeschublade ja. reingepackt worden. Wahrscheinlich, als es entwickelt wurde, wird es schon aufgewärmt. Wird 2,2 geben. Ja. Also, Rita. Ist noch gut bewertet. Aber so viele Jalapenos im Mund. Ja, darauf, damit haben sie nicht gespart. Junge! Einfach Wespe. Hat sie komplett. Was ist scharf? Okay, Fazit zu den Neuheiten von McDonald's und Burger King. Ich dachte gerade, Fazit zu deinem Pickel, der leuchtet. Und bis nach Timbuktu? Fazit, ich glaube irgendwie, dass ich erstmal nicht mehr zu Burger King und McDonald's war. Das ist eigentlich so krass, what's?
wenn das irgendwie Neuheiten sind der neuen aktuellen Zeit, dann sehe ich keine Gründe irgendwie zu Burger King zu fahren, wenn der aktuelle Shit schon so Müll ist. Boah, safe, vor allem, ich find's krass, dass dieser Plant Bikini Bottom Ding einfach nach Seife geschmeckt hat. Ja, aber abgesehen auch davon jetzt, weil Plant-Based ist halt Plant-Based. Da kann man halt auch nicht viel erwarten. Drei Autos warten, ich habe Vorfahrt, cool. Kann man nicht viel erwarten, aber drei Autos warten. Ja, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, dass ich hype war, auf diese Neuheiten zu probieren, weil ich finde es halt so krass am Bikini Bottom Menü. Nachos auf Burger, einen neuen Big Mac mit viel mehr Soße, aber es war einfach alles nichts Krasses. Sagen wir mal so, das Potenzial, ist sehr hoch bei Bikini Bottom Menü. Oh ja, also Real Talk. Es kann nur krass sein eigentlich. Ja, aber wir haben es halt verkackt. Ne? Ja, Mann, ist auch sad. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Fahren wir hier am Bormut vorbei. Wenn der noch offen hat, dann holen wir da jetzt noch so einen geilen Donut. Ah, scheiße, die haben zu. Ja. Nicht Donut, sondern Kreppel. Oder wie sagt ihr bei euch da drüben? Krapfen. Berliner. Mit Nougat-Füllung ist er nämlich gefüllt. Junge, du wackelst so. Es tut mir leid, du fährst Auto. Also ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dass wir öfter die Neuheiten probieren, dann schreibt es in die Kommentare. Und was ihr sonst für Ideen habt. Für euch machen wir alles. Ist so. Ja. Für Likes. Likes. 300 Likes. Sprengt den Like-Button. Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Sponti Video. Ja. Daumen hoch für mehr Sponti Videos. Und tschüss.